Hallo liebe Zuschauer von Faszination Amateurfunk. Wir sind hier auf der HEM Radio in Friedrichshafen 2017 und befinden uns jetzt auf dem Stand der Firma Hytera. Die Firma Hytera hat ein neues, kleines, schmuckes Handfunkgerät auf den Markt gebracht. Und bei mir steht Frank Kurzilius von der Firma Hytera und mit ihm werde ich jetzt über das Gerät sprechen. Hallo Frank, schön, dass du für das Interview zur Verfügung stehst. Ja, gerne. Erstmal guten Morgen. Schön, dass wir unser neues Gerät hier präsentieren dürfen. Unser PD485 aus der Viererfamilie. Die 8 und die 5 steht für das Top-Gerät. Das heißt, wir haben hier ein Gerät mit Volltastatur, mit einem wunderbaren OLED-Display. Das ist schon mal eins der herausragenden Merkmale. Gestochen scharf also? Gestochen scharf, schaltet auch aus Stromspargründen dann nach einiger Zeit weg. Ja? Und was gibt es noch Nennenswertes zu diesem Funkgerät zu sagen? Es gibt es mit Bluetooth 4.0, es hat GPS on Board, es macht 128 Kanäle in 3 Zonen. IP54, sehr kompakt, sehr handlich, robust, alle Milchstandards. Ja? Also ein Gerät für alle Situationen, für den Alltag, auch für den rauen Einsatz. Ich hatte es ja eben schon mal in der Hand halten dürfen. Also es liegt sehr gut in der Hand, ist sehr kompakt, etwas größer natürlich als die Dreier-Serie, aber nichtsdestotrotz noch nicht so wuchtig wie die ganz großen Geräte. Also ein Gerät, wie du schon sagst, für unterwegs. Die Bluetooth-Funktion, wofür ist die gedacht? Na, die Bluetooth-Funktion, reden wir ja heute, sind aller Munde. Niemand möchte Kabel. Also alle modernen, ich sag mal, Headsets für unsere Smartphones können auch hier verwendet werden. Wir müssen darauf achten, dass wir dann entweder die PTT am Gerät drücken oder parallel eine Bluetooth-PTT mit ins Geschäft bringen. Das heißt, wir können beides pairen, auf dem Datenkanal die PTT und über die Sprache das ganz normale Headset. Also ein Gerät auch für die Einsteiger gedacht, die auch sagen, wir wollen mal ausprobieren, wie DMR ist, aber auch durchaus vollwertig für den wirklich täglichen Gebrauch eines Funkamateurs. Absolut, absolut. Der Preis spricht fürs Einsteigen. Das Gerät, so wie es hier steht, liegt bei knapp 300 Euro. Das ist also was für jedermanns Geldbeutel, wo er auch Qualität, also die qualitative Anmutung des Gerätes ist gut, ist sehr gut. Ja, man kriegt was dafür. Es ist fast als Einsteiger schon wieder zu perfekt, ja, mit der Tastatur, mit Display und einigen Features, die man natürlich noch über die CPS, über die Programmiersoftware einstellen kann. Ja, es kann Sprachsteuerung, es hat Scrambler. Man kann auch Verschlüsselung mit dazu kaufen, 40-Bit-Verschlüsselung, was wiederum jetzt weniger für den Amateurbereich gedacht ist. Ja, da gibt es so einige rechtliche Vorschriften. Das darf hier nicht sein, aber wir dürfen am Ende nicht vergessen, deswegen sage ich das, es ist ein Betriebsfunkgerät, was sehr gerne von den Funkamateuren mit genutzt wird. Also es gibt ja auch einige Lizenzen wie Roaming zum Beispiel. Ja? Wer das möchte, kann es dazu bestellen. Das hat einen kleinen Aufpreis. Aber insgesamt passt es in die Landschaft und es hat, ich sag mal, Formfaktor, ja, ansprechend. Man mag es gerne in die Hand nehmen und es ist schön. Ja, gerade das Dazukaufen ist eine interessante Variante. Gerade die Roaming-Liste, die einige Mobilisten sich sehr gerne erstellen, muss aber nicht jeder haben. Das heißt also, hier hat Hytera nachgedacht, hat gesagt, der es nicht braucht, kriegt etwas günstiger und der das Roaming gerne hätte, bucht es einfach dazu. Also ich habe es auch hier auf der Messe wieder gelernt, viele funken von zu Hause aus, die brauchen das nicht. Ja? Aber wer unterwegs ist, in Urlaub fährt, möchte sein Funkgerät mitnehmen, stellt dann eben um auf den jeweiligen Bereich. Das Gerät wandert mit dem Roaming einfach mit, ähnlich wie wir es mit unserem Smartphone kennen. Wir kriegen das gar nicht mit, dass wir in einen anderen Sender einbuchen. Ja? So ist es hier auch möglich. Prima. Eine erste Einschätzung zu dem Gerät. Frank Kurzilius von der Firma Hytera, schönen Dank für das kurze Statement. Und noch weiterhin viel Erfolg und gute Gespräche, auch im Sinne der Funkamateure hier auf der HEM. Ja, vielen, vielen Dank. Auch, dass wir wieder mal die Möglichkeit hatten, uns hier zu präsentieren mit einem neuen Gerät und gerne nächstes Jahr mit weiteren neuen Dingen hier am Stand wieder. Wir sind gespannt. Ja, ich drehe mich jetzt mal rum, liebe Zuschauer. Ich gucke in die richtige Kamera. Ganz herzlichen Dank, Frank Kurzilius. Wir sind jetzt weiterhin auf der HEM für Neuigkeiten unterwegs. Bis dahin, DO5.de, Wolfhard Eidenmüller.